Ja, ich bin noch nicht mutiert zu einem Intriganten par excellence. Nein, es ist noch Mark Bellinghaus, euer Influencer. Aber eigentlich wollten wir gar nicht den sehen, sondern eine Dame, diese die Dame. Das ist die noch amtierende Präsidentin der Genossenschaft Deutscher Bühnenangehöriger, Frau Lisa Jobt. Frau Jobt, im Fall Raphael Westermeier würde ich Sie herzlichst bitten, ein Statement, eine Erklärung abzugeben. Sie sind die Präsidentin, ich bin immerhin der Vertreter vom Vertreter der Künstlerhilfe, Landesgruppe NRW GdBA, auch wenn das ein Herr Schwanninger nicht wahrhaben will. Ich bin öffentlich offiziell gewählt und ich bin offizieller und ich kann in dieser Aufgabe auch tätig werden. Da brauche ich mir nicht nachsagen lassen, dass ich das nicht bin. Das ist Bullshit. Ich war in Essen und ich bin offiziell und ordentlich gewählt worden. Also was Herr Schwanninger da verzapft und mit der Hilfe von einem absoluten enttäuschenden Raphael Westermeier, das ist so unerhört. Ich kann das immer noch gar nicht fassen, dass dieser Mann, ich habe Frau Kostolmein am 1.11. angezeigt wegen Diebstahls, weil mir mein Theaterstück geklaut wurde. Und diese Anzeige ging 2 Wochen nicht zur Staatsanwaltschaft Münster. Da war schon mal ein großer Fuck-up und das extra. Ja? Und dann, es schreibt 5 Tage später, schickt Herr Westermeier dieser Frau wunderbare Herzenswünsche und will sie besuchen und sich vorstellen als das, was er ist, nämlich ein Emporkömmling. Ja? Und, Herr Westermeier, ich fordere Sie auf hiermit, treten Sie von Ihrem Amt einfach zurück. Und zwar ganz freundlich und ohne großen Knall, das können Sie ja eh nicht. Sie sind ja der Intrigant par excellence, muss es ja auch geben. In jeder Komödie, in jedem Theater gibt es immer diesen super Intriganten, der freundlich guckt und freundlich ist. Und wehe, wenn du dich umdrehst, dann hat er ein Messer und dann sticht er dir in den Rücken. Und es war so, mit einer E-Mail an die Frau, die 45 Leute rausgeschmissen hat in der Höhe von Corona. Ich muss es immer wieder sagen, 1 Monat vor Weihnachten, ich habe 20 E-Mails bekommen von den Opfern dieser Frau. Und deswegen trete ich wirklich ein. Ich bin zwar nur der Vertreter vom Vertreter der Künstlerhilfe, aber ich helfe Künstlern im Gegensatz zu Ihnen. Sie helfen nur sich selbst. Insofern, Frau Lisa Jobt, wir warten. Dankeschön.